In Hamburg Langenhorn kam es am Donnerstagabend zu einer dramatischen Wendung, als die Feuerwehr einer dringenden Evakuierung einer Turnhalle durchführte. Die Ursache, ein brennendes Auto in der Tiefgarage wurde Auslöser für diese Schnellreaktion. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers wurde am darauffolgenden Freitagmorgen bekannt, dass etwa 30 Personen sich aus dem Gelände entfernt wurden. Sie wurden wahrscheinlich vorübergehend in einem Bus untergebracht, da der Rausch durchdrang.